Nicole Steiner, Fantastic Pastas. Elfen von Nicole Steiner. Jedes Wochenende besuchte Samantha ihre Oma. Mit Oma erlebte man so manches Abenteuer. Manchmal spazierten sie, manchmal besuchten sie den Zoo. Bei schlechtem Wetter holte Oma die Zauberkiste aus ihrem Schrank. Dort befanden sich geheime Werkzeuge der Engel. Heute stürmte es schon den ganzen Tag. Samantha freute sich sehr, denn dieser schlechte Wettertag war auch ein geliebter Oma-Tag. Mit Mama und Papa fuhr sie zu Oma. Oma wohnte in einem kleinen Haus mit schönen Blumen vor den Fenstern und vielen kleinen Gartenzwergen im Garten. Als sie ankam, stand Oma bereits vor der Tür und lächelte. Samantha freute sich, Oma zu sehen. Schnell winkte sie Mama und Papa zu, denn diese mussten zur Arbeit weiterfahren. In Omas Esszimmer angekommen, zog sich Samantha schnell Jacke und Schuhe aus, denn auf dem Tisch standen bereits die Zauberkiste und Plätzchen sowie ein Glas Milch. Oma wusste, was bei diesem Wetter gut tut. »Na, meine Prinzessin, hast du viel erlebt in letzter Zeit?« fragte Oma und streichelte Samantha übers Haar. »Ja, Oma, aber das Schönste erlebe ich an Regentagen mit dir«, antwortete Samantha. Schnell ging sie zur Kiste und hob den Deckel an. Immer wenn es regnete, änderte sich der Inhalt der Zauberkiste. Heute befand sich darin etwas Stoff, der aussah wie ein Netz, und ganz viel Glitzer und Draht. Samanthas Augen wurden immer größer. Was sollte man nur damit machen? »Oma, ich glaube, die Kiste ist kaputt, irgendwas fehlt«, rief sie entsetzt. »Lass mich mal schauen, mein Kleines.« Oma begutachtete die Gegenstände und lächelte. Sie strahlte über das ganze Gesicht. »Nein«, sie rückte ihre Brille zurecht. »Es fehlt nichts, mein Schatz, du wirst sehen, es ist alles da, wo es sein soll.« Zusammen gingen sie zum Sofa und Oma klopfte auf den Platz neben sich. »Setz dich hin.« Samantha hüpfte zu Oma und schaute sie fragend an. »Was ist es denn in der Kiste?« »Erinnerst du dich noch an die schönen Blumen auf der Fensterbank und im Garten?« »Ja.« Samantha war sich nicht sicher, warum Oma nach den Blumen fragte. Doch dann kam ihr eine Idee. Oma hatte ihr beim letzten Besuch die Geschichte der Elfen und Feen erzählt, denn diese sind für die Blumen zuständig und passen immer auf sie auf, so wie die Polizei bei den Menschen. Die Blumen sind für uns sehr wichtig, denn sie reinigen unsere Luft, so dass wir nicht krank werden. Und wenn es den Blumen nicht gut geht, geht es auch den Menschen nicht gut. Strahlend schaute Samantha Oma an. Ich werde eine Elfe? Ja, mein Schatz, es sieht wohl so aus. Oma hatte schon begonnen, den Draht zu biegen und zu Flügeln zu bearbeiten. Der netzartige Stoff wurde um den Draht gelegt und vernäht. Oma war immer sehr schnell mit ihrer Nadel und dem Faden. Dann kam der Zauberstaub aus Glitzer darüber. Samantha traute ihren Augen kaum. Das waren richtige Flügel für eine richtige Elfe. »Komm zu mir, ich helfe dir, sie anzuziehen«, rief Oma. Voller Stolz stand sie vor Oma und drehte sich im Kreis. »Ich sehe aus wie eine wunderschöne Elfe.« Ihre Flügel glitzerten und funkelten im Licht des Spiegels. »Oma, was machen die Elfen denn genau, um den Blumen zu helfen?«, fragte sie voller Ehrfurcht. Oma führte sie in die Küche. Dort stand schon die Zauberkanne mit dem Zaubernektar für die Blumen. »Was ist da drin, Oma?«, fragte Samantha und roch daran. Es roch nach nichts. »Das ist der Nektar der Blumen, mein Kind. Jede Blume braucht Wasser zum Leben. Aber das Wasser, wie wir es aus der Leitung brauchen, ist für Blumen nicht immer gut.« Oma zeigte aus dem Fenster. Samantha schaute die Kanne lange an. »Aber Oma, warum denn nicht?« »Schau, mein Schatz. Das Trinkwasser wird für uns Menschen zubereitet und gereinigt. Dafür nehmen die Menschen Zusätze, die für Pflanzen nicht so gut sind, so wie zum Beispiel das Chlor, um dein Schwimmbecken sauber zu halten.« Samantha schaute zu Oma. »Aber was machen wir denn dann?« »Dort hinten, siehst du?« Samantha schaute in die Ecke und sah ein großes Regenfass.
Sie nickte, nicht wirklich sicher, was Oma von ihr wollte. In dieser Tonne, mein Schatz, sammelt sich Regenwasser. Und dieses bekommen die Blumen dann zu trinken. Oma streichelte ihr übers Haar. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die zu beachten so einfach wären und das Leben viel leichter machen würden. Aber nun wollen wir erst einmal den Elfen helfen, die Blumen zu pflegen. Voller Stolz nahm Samantha die Zauberkanne mit dem Nektar und folgte Oma in den Garten. Es hatte aufgehört zu regnen und die Sonne schien. Oma, hast du schon mal eine Elfe gesehen? Fragte sie und suchte mit ihren Augen den Garten ab. Nein, mein Kind, noch nicht, antwortet Oma. Aber woher weißt du denn dann, dass es sie gibt? Fragte Samantha. Oma ging in die Knie und beugte sich vor sie. Liebst du Oma, mein Schatz? Fragte sie. Natürlich, Oma, rief Samantha sofort. Kannst du Liebe sehen, mein Engel? Oma lächelte. Kannst du die Luft sehen, mein Schatz? Nein, wir sehen nicht immer alles, aber dennoch ist es da, sagte Oma leise und ging voran. Zusammen mit Oma und dem Elfen verteilte Samantha den wichtigen Zaubernektar und die Blumen tranken gierig den Saft. Die kleinen Blätter streckten sich der Sonne entgegen und plötzlich öffnete sich eine Blüte. Gespannt blieb Samantha stehen. Was war denn das? In der Blume schien sich etwas zu bewegen. Sie traute sich nicht, sich selbst zu bewegen oder nach Oma zu rufen. Ganz langsam ging sie näher. Es war ein winziger Mensch mit glitzernden Flügeln. So wie ihre. Bist du eine Elfe? Fragte Samantha. Das winzige Geschöpf blickte überrascht hoch. Du kannst mich sehen? Aber ja, sagte Samantha. Das bedeutet, dass du an uns glaubst, denn nur dann können Menschen uns sehen, antwortete die kleine Elfe zögerlich. Ich habe auch Flügel, ich bin auch eine Elfe. Meine Oma hat sie mir gemacht und zusammen helfen wir den Blumen. Samantha konnte es kaum glauben, eine echte Elfe. Danke dir und deiner Oma, dass ihr uns helft. Zusammen ist es für uns von jedem leichter, sagte sie und lächelte. Nun muss ich aber los, ich bin viel zu spät dran. Sie stand auf und ihre Flügel begannen zu leuchten. Samantha, bitte glaube weiter an uns. Es gibt noch viel mehr, was du nicht kennst. Aber auch, wenn man etwas nicht greifen oder sehen kann, es existiert. Sie winkte und flog hoch in die Luft. Ihr Glitzerstaub vermischte sich mit den Wassertropfen und glitzerte im Sonnenschein vor sich hin. Da bist du ja. Oma stand hinter ihr und legte ihr die Hände auf die Schultern. Ich hab dich gerufen, mein Schatz, die hinteren Blumen haben auch noch Durst. Aber Oma, ich hab eine echte Elfe gesehen und sieh nur, überall ist ihr Glitzerstaub und das ganze Wasser leuchtet. Samantha war aufgeregt. Oma senkte lächelnd den Kopf. Der Morgentau, mein Kind, ist immer am schönsten. Aber nun lass uns weitermachen, damit alle Blumen leuchten können.